Ja, Tag, ihr Rabauken. Ich habe ja Justin, wo ist Justin? Es ist doch krass, oder? Man wird dauernd mit diesen scheiß Vorurteilen, oder? Das ist doch ätzend, das ist wirklich ätzend. Ich finde es ätzend. Ich habe genau dasselbe Problem. Ich bin ein Rapper und du wirst immer mit Klischees konfrontiert. So. Die Leute kommen immer und sagen, Rapper, dann nicht diese Typen, die weiten Hosen, Cappy. Fluchen immer so viel. Da muss ich mal sagen, das sind wirklich die vollkommen überzogenen Vorurteile von irgendwelchen Hurensöhnen. Wir hatten damals wirklich eine richtige Band. So, wir haben eine richtige Band gehabt. Schlagzeug, Bass, Gitarre, zwei Rapper, so richtig bam, bam. Ja, jetzt haben wir uns getrennt nach 11 Jahren Bandgeschichte. Ja, das lag, es lief nicht so. Kann man schon sagen, es lief nicht so. Und es lag vielleicht auch so ein bisschen an der Anti-Haltung, die wir dieser ganzen Musikindustrie gegenübergebracht haben. Ich meine, unser erstes Album hieß Greatest Hits. Ja, wir haben in jeden Song haben wir so 3 bis 4 Schimpfwörter eingebaut, ne? Weil wir wollten damals nicht, wir wollten uns vor dem Kommerz schützen. Gut, was soll ich sagen? Der Plan ist aufgegangen. Ja, es lief nicht so. Auch zweite Album ist ziemlich gefloppt, das war ein Best-of. Aber... Ja, jetzt stehe ich hier, jetzt mache ich das hier. Ich schreibe auch ein Buch gerade im Moment, also der Titel ist schon da, aber Buch noch nicht. Aber Titel ist grandios und zwar aufs falsche Pferd gesetzt. Probleme eines blinden Jockeys. Ich finde, es ist ein Knüller. Und ansonsten bin ich froh, hier zu sein. Also schön, dass ihr auch da seid. Ich habe hier meine 8 Minuten gekriegt, also mehr wollten sie mir nicht geben. Finde ich ein bisschen schade. Aber wenn ihr mich mal länger sehen wollt, ne, dann... Mach doch einfach ein Foto. So, komplett andere Geschichte. Ich habe letztens einen Reh überfahren. Ja, ich weiß, das ist immer so ein bisschen Reh überfahren. Kannst du nicht machen. Aber du war gerechtfertigt. Ja, ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich liebe Rehe. Ich liebe Rehe. Ich liebe Rehe. Ich bin ein Bambist. Aber in dem Fall war das so. Ich war auf einer Landstraße unterwegs und da ist ja dieses Schild, ne? Ist ja bekannt, dieses Schild mit dem Reh drauf. Ne? Und das Schild, kennt ihr, das Schild sagt ja aus, dass von dem Schild an für eine gewisse Strecke theoretisch ein Reh über die Straße kommen könnte. Gut, jetzt war das in dem Fall nur so, dass das Reh so ungefähr 50 Meter vor dem Schild über die Straße wollte. Und da habe ich gedacht, so geht es ja nun nicht, ne? Wir sind hier immer noch in Deutschland, ne? Ihr klatscht für ein totes Reh, ne? Das wisst ihr schon. Ja, ich habe schon gedacht, wie gesagt, ne? Deutschland, hier gibt es Regeln. So nicht. Ja gut, was soll ich sagen? Umgewämst. Jetzt war das aber auch so, dass, wie gesagt, ich liebe die Tiere. Ne? Dass ich gedacht habe, du kannst das jetzt auch nicht so stehen lassen. Was in dem Zusammenhang nicht Tiere bestimmt. Also, weil das ist ja auch scheiße für das Image von dem Reh. Ne? So, weil das ist ja dann auch ein Gesetzesuntreuer in dem Moment. Also habe ich mir gedacht, das kannst du nicht so stehen lassen. Und dann habe ich das Tier in diesen Bereich reingetragen, wo das eigentlich hätte über die Straße laufen sollen. Das Tier ist jetzt sozusagen rehabilitiert, wenn man so will. Ja, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Aktion. Reaktion. Wortspiele sind meins, Tiere sind auch meins. Ich liebe Tiere, ich liebe Tiere, ich liebe zum Beispiel auch, ich habe mir letztens einen Fasan bestellt. Ja, bei so einem Online-Handel. Aber da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen enttäuscht, ne? Also von dem Tier. Weil der Fasan ist ja so eine Mischung aus so einem Huhn und so einem Paradiesvogel. Und jetzt rennt er da bei mir in der Bude rum. Also, frisst mir die Haare vom Kopf und kann im Grunde genommen nichts.
Ja, war ein klassischer Fehlkauf, der Fasan. Das Einzige, wofür Fasane gut sind, habe ich festgestellt, ist für Sprichwörter. Ich habe mir ein wunderschönes Sprichwort ausgedacht mit dem Fasan, und zwar... Der Tag war vorbei, ehe sie sich versahen. Ja, das ist so meins. Ne? Ja, ich finde, man muss sich Sprichwörter, muss man sich selber ausdenken. Weil Weisheiten und Sprichwörter, die existieren, sind scheiße. Ich meine, überleg mal, was es gibt. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ja, was ist das für eine Scheiße? Ich habe letztens geträumt, ich wäre ein Igel und würde mit dem Einhorn Mikado spielen, weißt du? Ja, und jetzt? Wo soll ich denn da ansetzen? Oder Carpe Diem. Oh, Carpe Diem. Ich habe letztens einen gesehen, der hatte sich Carpe Diem auf die Schulter tätowiert. Carpe Diem, nutze den Tag. Ey Leute, es gibt doch keine größere Zeitverschwendung, als sich 6 Stunden beim Tätowierer hinzusetzen, um sich auf den Arm tätowieren zu lassen, damit man doch mal besser den Tag nutzen sollte, oder? Was ist das für eine Scheiße, ey? Da kriege ich einen Rappel. Aber ich finde irgendwie, die Leute, die suchen immer nach neuen Tätowiermethoden, ne? Irgendein neues Motiv. Letztens habe ich einen gesehen, der hatte den Namen seines Sohnes auf den Arm tätowiert. Stand da so Jeremy. Ja, habe ich gedacht, das würde ich ja nicht machen. Ne? Ja, aber stell dir mal vor, der Sohn wird ein totales Arschloch. Dann hast du da zeitlebens den Namen von so einem Arsch auf dem Arm. Weißt du? Deswegen habe ich mir überlegt, wenn ich mal Vater werde, ne, mache ich das anders. Ich tätowiere dem Baby meinen Namen auf den Arm. Ja, weil du weißt ja, du bist ja irgendwie gut. Ne? Kann nichts passieren. Ne? Und wenn der Junge dann so mit 7 oder 8 auf die Idee kommt, dass ich doch ein totales Arschloch bin, kann er immer noch sagen, das wäre der Name von seinem Sohn. So eine never ending story. Man weiß nicht, wie viele Söhne noch hinter dem Tattoo stecken. Ich finde das sehr gut. Aber im Zuge dessen habe ich mich dann gefragt, wie ich mal so als alter Sack bin. Ne? Also wenn ich so ganz alt bin. Und da habe ich ein Beispiel gefunden von einer Frau, die mir einfach sehr ans Herz gewachsen ist. Eine Frau, die bei uns im ersten Stock wohnt, die ist 80 Jahre alt. Und das ist wirklich eine großartige Frau. Und so möchte ich mal werden. Dieser Humor ist einfach unschlagbar. Ich hatte letztens einen Lammbraten gekauft für einen Kumpel, wollte ich für ihn kochen. Und er hatte kein Rezept. Und dann habe ich gedacht, fragst du sie. So eine 80-jährige kölsche Hausfrau, Frau Schmitz, so, die hat bestimmt ein gutes Rezept. Runtergegangen, geklingelt, ne? Ja, sie macht auf, ich sage, Frau Schmitz, ich habe da einen Lammbraten liegen, können Sie mir helfen? Haben Sie ein Rezept? So, dann ist sie so in ihre Bude reingegangen, kam so eine Minute später wieder und sagte so, ja, musst du googeln. So, ich fand, das war ein genialer, das ist ein genialer Humor. Und wir standen uns so gegenüber und ich dachte so, ja, wie war das jetzt? Oder hab sie dann gefragt, kommt da noch was? Also, und dann sagte sie, junger Mann, nur weil ich 80 Jahre alt bin, graue Haare habe, einen Rollator fahre und hier Thrombosestrümpfe anhab. Brauchen Sie nicht zu glauben, dass ich hier so ein Althausfrauenrezept für einen Lammbraten in der Wohnung liegen habe. Das, sagte sie, sind ja nur wirklich nur die vollkommen überzogenen Vorurteile von irgendwelchen Hurensöhnen. Vielen Dank, haut rein.